Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge des Settlement Survival Let's Plays und genau genommen gehen wir rein in die zweite Folge. In der letzten Folge lief es ja eigentlich ganz gut, mal ein vergleichsweise ruhiger Start. In meine Let's Plays ist es ja immer mal ein bisschen mit Fails verbunden, siehe Castle Story. Falls du das übrigens noch nicht gesehen hast, check das gerne aus. Mensch, nochmal schnell Werbung reingehauen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt direkt ins Spiel reingehen. Ganz kurz nur noch. Ich würde mich riesig über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Aber das Ganze ist natürlich freiwillig. Also von daher, wenn du da keine Lust drauf hast oder so, musst du natürlich auch nicht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. So, dann sind wir back in G-topia, würde ich sagen. Und wir sehen schon, 15 Bürger sind obdachlos. Aber wenn das gute Stück hier, was wir am Ende der letzten Folge gebaut haben, diesen brachialen Brecher, Klopper, Chopper, nennt es wie ihr wollt. Es ist ein immens riesiges Teil und wenn das fertig ist, dann passt da unser ganzes Dorf rein, so ungefähr. Wir hätten es wahrscheinlich vielleicht sogar gleich am Anfang bauen können, wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen. Ich meine, dann wäre die Happiness vielleicht ein bisschen größer und Gesundheit oder sowas, aber es sieht auch ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Und die kleinen Häuschen finde ich schöner, aber das ist halt schon effektiv und riesig. So. Außerdem haben wir einen Brunnen gebaut in der letzten Folge. Und zum Ende haben wir natürlich auch den Holzfäller gebaut. Aber ihr seht schon, hier wird gerade nicht weitergebaut. Nicht nur, weil ich gerade pausiert habe, sondern weil das gerade halt nicht weitergebaut werden kann. Genauso wie das hier, glaube ich, auch. Ah ne, Stein und das haben sie alles noch. Okay, das hat anscheinend noch gerade so gepasst. Also das müsste dann irgendwann fertig werden. Aber ja, worauf ich hinaus will, wir brauchen Stein. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an, in dieser Folge reinzustarten mit einer Steingrube. Ich würde die persönlich hier hinten irgendwie hinmachen wollen. So ist ganz gut. Dann kommt man da trotzdem gut ran. Aber noch vorbei. Ich finde es halt hier ganz cool, weil das so geschützt ist, so ein bisschen im Tal, weil ich glaube, das ist jetzt nicht das Hübscheste, dieser Steinbruch. Dann würde ich sagen, können die mal anfangen, hier ein bisschen abzubauen. Ah ja, Straße brauchen wir natürlich auch noch. Können wir ja hier von dem weiterführen. Ah, hier hinten ist der Eingang. Schön zugeschüttet mit Stein. So. Gut, das war jetzt nicht effektiv, egal. Nice, dann bauen wir das schon mal. Apropos, übrigens, was mir vor der Folge aufgefallen ist. Wir haben Gänse hier. Gut, das ist mir nicht vor der Folge aufgefallen, das ist mir gerade aufgefallen. Wir haben Gänse hier. Nee, ich wollte sagen, guck mal. Dieses Kuhkopf-Symbol ist auf dem Alpha-Alpaka. Ich weiß nicht, das sieht man jetzt gerade nicht, weil sich das Ding nicht bewegt. Beweg dich mal. Lauf mal. Lauf. Und hör auf, vom Feld zu naschen vor allem. Guck, das bewegt sich mit. Das Zeichen klemmt dem Alpha-Alpaka so ein bisschen am Hintern. Ah ne, das war nur die Perspektive. Aber dementsprechend wandern die auch. Weil die Gänse waren, glaube ich, letzte Folge noch nicht hier in der Nähe. Und die Kühe kommen auch manchmal so ein bisschen näher zum Dorf zumindest. Beziehungsweise sind näher gekommen, oder? Die waren vorher weiter hier unten. Also, die wandern auch. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Genau, dann machen die ihr Ding hier. Die bauen weiterhin ihr Holz. Guck mal, jetzt sind die hier rübergekommen. Ich habe immer Angst, dass die uns angreifen oder sowas. Stell dir mal vor, die Alpakas planen so die Weltherrschaft eigentlich anzunehmen. Einzunehmen. Und G-topia wird irgendwann mal die Weltherrschaft an sich reißen. Das wird nämlich mal die größte Stadt des gesamten Universums werden. Wenn nicht sogar noch mehr. Auch wenn es jetzt stand, jetzt so ein kleines Keckdorf, Kaff ist. Aber vertraut mir, Leute. Es wird wild. G-topia wird ein wunderschöner Ort werden. Und dass das so wird, dafür brauchen wir Stein. Und die brauchen Holz hier gerade. Hier, guck mal. Da sind so gelbe Dinger. Da sieht man, wo die dann so lang latschen, um die Sachen hinzubringen. Ich weiß nicht, was es bringt, aber man sieht zumindest, dass die nach oben immer rausgehen. Deswegen waren die Straßen, die ich anfangs gebaut habe, auch komplett sinnlos. Ich habe die Straße hier unten hingebaut gehabt und die sind hier oben immer rein und rausgelaufen. Euch ist das bestimmt schon aufgefallen.
Aber eigentlich ist unser Dorf, wenn man es richtig rum betrachten will, so rum. Ich habe das quasi auf Kopf gebaut. Von hier sieht es sowieso ziemlich cool aus, oder? Guck mal. Oh, yo, das Ding ist fertig. Oder war das vorhin schon fertig? Nee, das ist jetzt fertig, ne? Alter, schaut euch das Ding an. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so rumgebrüllt habe. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Ey, aber das ist schon geil. Wir haben keine Obdachlosen mehr, aber die Gesundheit sieht auch nicht so geil aus. Okay, ich tippe mal, wir brauchen eine Klinik oder so. Was holen wir uns jetzt? Oh, das ist schwierig. Wie gesagt, habe ich letzte Folge schon gesagt, wenn ihr irgendwie was seht, was richtig gut aussieht oder vor allem Ahnung habt von dem Spiel, wäre noch besser. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ich da machen soll. Wir haben 4 Technologiepunkte, merke ich gerade. Materialrecycling finde ich bei mir persönlich gar nicht mal so verkehrt, weil ich mich häufiger mal verbauen werde, sicherlich. Also Leute, ich habe mir jetzt nochmal die meisten Sachen durchgelesen und ich bin ehrlich, ich bin komplett überfordert. Also ich weiß echt nicht, was hier gut und was nicht gut ist und vor allem gefühlt brauchen wir erstmal die ganzen Sachen nicht. Ich würde die Punkte erstmal freilassen. Ja, wäre cool, wenn ihr da in die Kommentare schreiben könntet, worauf ich mich vielleicht spezialisieren soll. Vielleicht macht das Sinn. Beziehungsweise womit ich anfangen soll. Ich hätte jetzt wahrscheinlich zuerst in die Landwirtschaft investiert. Aber schreibt ihr das ruhig mal in die Kommentare, weil da würde ich mich auf euch verlassen. Ich bin überfordert. Es sind zu viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir von den Sachen aber noch relativ wenig brauchen, weil wir jetzt so am Anfang stehen. Kann aber auch sein, dass ich Sachen übersehen habe. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich kann das erst in der übernächsten Folge wahrscheinlich umsetzen. Wenn nicht sogar erst in der überübernächsten Folge, weil ich am Vorproduzieren bin. Nur damit ihr es wisst, falls ihr jetzt nach Folge 1 das schreibt oder Folge 2 und ich das erst in Folge 5 umsetze, liegt es nicht daran, dass ich euch nicht höre, sondern weil ich vorproduziert habe. Wollte ich einfach gesagt haben, jetzt geht's weiter. Ich würde die Punkte, wie gesagt, erstmal noch nicht einsetzen. Oh shit. Leute, es ist schon Winter. Oh nein. Dem wird so saukalt sein jetzt, oder? Ich glaube, wir müssen die Produktion mal ein bisschen hochfahren. Und dafür brauchen wir Holz. Und vor allem Nahrung ist jetzt auch schwierig. Ich brauche mal noch so eine Sammlerhütte. Die jetzt eigentlich auch wenig Sinn macht. Jo, die Bürger fangen an zu frieren. Das ist gar nicht toll. Und Nahrung habe ich ehrlich gesagt gerade ziemlich Schiss vor. Ich meine, wir haben eine Menge Kürbisse, die hier auch angepflanzt wurden. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht mal noch ein paar Felder errichten sollten. Bloß im Winter macht das wenig Sinn natürlich. Oh no, wir haben verletzten Bürger. Aber noch scheint es den Leuten einigermaßen gut zu gehen. Ich würde auch gerne mal eine Klinik bauen wollen. Ich meine, die können wir ja schon mal planen, wo die hinkommen sollte. Ups. Hinkommen sollte. Natürlich relativ zentral. Aber Klinik am Markt wäre komisch irgendwie. Ich würde sagen, wir machen die Klinik hier hinten irgendwie so. Da wird dann die Klinik hinkommen. Ich meine, die brauchen wir nicht jetzt, wie gesagt, aber dann. So. Also es wartet gerade wirklich alles auf den Stein. Leute, man kann Häuser verbessern. Man kann den Katzen geben. Warte, wie krass. Ich meine, wir haben die Sachen alle noch nicht, aber alleine, dass das geht, wie heftig. Okay, es scheint mir so, als hätten wir den Winter überstanden. Das geht gerade krass schnell, ehrlich gesagt, weil es ist auch auf mal 10, aber ich brauche Stein. Ich möchte nämlich mal nebenbei ein bisschen Feld und sowas anlegen. So, jetzt machen wir hier noch ein großes Feld hin. Ich weiß gar nicht, ob wir so große Felder brauchen, aber ich stelle mir das eigentlich ganz gut vor. Und hier hinten wollte ich irgendwie so einen Obstgarten mal hinmachen. Kann aber sein, dass ich das viel zu groß mache. Oder nee, den Obstgarten können wir hier vorne eigentlich reinploppen. Dass wir auch gut mit Essen ausgestückt sind. Das ist die Idee. Und hier können wir so einen Weg hintermachen. So einen Feldweg. Heißt ja auch Feldweg deswegen. Und da vorne den Obstgarten. Das war jetzt so die Überlegung. So, hier. Dann haben wir nämlich hier ein paar Felder. Das müsste erstmal ausreichen. Wir haben Jahr 2 erreicht. Krass.
Den würde ich auch gern bauen, aber da können wir den noch nicht bauen, weil wir noch zu weit weg sind, weil ich mich, wie gesagt, verklickt habe in der ersten Folge, aber das habt ihr ja gesehen. So, Sammy ist hier am Arbeiten, die macht mal noch ein paar Weinbeeren. Nice, dann kriegen wir Wein. Und hier natürlich noch mehr Kürbisse. Wir haben aktuell nur die zwei Saaten? Egal, die zwei Dinger zum Ernten. Naja, und hier wollte ich mal, um das Ding wollte ich zumindest mal Steinstraßen planen. Problem ist, wir haben halt keine Steine soweit aktuell. Sprich, das muss erstmal warten. Aber wenn wir wieder Steine haben, wenn das Ding... Es ist fertig! We did it! Leute, wir haben's! Wir haben Steine! Bitte produziert Steine jetzt so schnell wie möglich. Guck mal, wir machen hier... Na, wohl drei Arbeiter sind genug. Wir haben gar nicht genug Arbeiter dafür. Ey, Stein, boah, wie wichtig. Können hier auch sogar nochmal aufbessern dann. Aber nicht jetzt. Wir haben endlich Steine, Leute. Wie gut. Und hier würde ich auch ehrlich gesagt gleich mal einen Steinboden, glaube ich, hinmachen. So, jetzt haben wir hier auch mal die Steinstraße geplant, dass dann zumindest vom Steinbruch aus dann auch Stein irgendwo schnell gelagert wird. Und jetzt wäre toll, wenn das hier mal priorisiert werden würde. Aber eh der Stein wahrscheinlich dann im Dorf ist, dauert das auch noch ein bisschen. Was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir den Verletzten, ne? Wer hat denn sich verletzt, wenn ich fragen darf? Wer bist du denn? Hör mal auf, dich zu waschen. Wir wissen, wer du bist. Ah da, der Richie. Beruf Wasserholer. Der hat sich wehgetan. Oh, das sieht gar nicht gut aus bei ihm. Der hat auch Hunger. Ja, der läuft auch schon so, als wäre der hier... Sag mal, wie läuft er denn? Ja, richtig eleganten Laufstil. Ja, wie sieht's denn jetzt aus hier, Leute? Also, da brauchen wir dringend noch Leute. Aber wir haben keine Arbeiter mehr. Können wir hier vom Feld vielleicht wen abziehen? Das sind doch viel zu viele Leute. Drei reichen doch. Nee, eigentlich reichen zwei. Wir brauchen doch keine 10 Leute dort. So. Dann haben wir hier nämlich mal ein paar Leute am Arbeiten. Genau, so passt das. Ja, egal, es wird zu langsam, Leute, oder? Es wird doch so langsam. Wir haben unseren Steinbruch, der nicht wirklich effektiv gebaut wurde. Ich hätte ihn auch einfach andersrum bauen können. Die müssen halt immer einmal hier rumlaufen, ne? Hätte ich das andersrum gebaut, dann hätten die direkt... Och, Mann, egal. Ja, und hier haben wir dann unseren Holzfäller. Und unseren... Dingens dort. Die sind hier fleißig am Ackern. Das Obst sieht doch ganz gut aus. Und hier haben wir dann den Rest. Und wir können eigentlich mal... Obwohl, so viele Häuser brauchen wir noch gar nicht. Wie viel wohnen hier drin? Ist es schon voll, das Haus? Okay, scheint so. Gut, dann würde ich mal sagen, wir könnten vielleicht sogar noch ein Haus errichten. Obwohl, nee, wir warten erstmal, bis das hier alles fertig gebaut ist. Wir brauchen Steine, verdammt. Nice. Also das hier wird jetzt schon mal gebaut. Dann haben wir den Holzfäller jetzt gleich schon mal. Und hier haben wir 11 von 30. Dann haben wir das auch gleich und dann kann der, wie hieß der, Jimmy oder sowas? Jerry? Was auch immer, der kann dann, ja, wie heißt du? Richie. Der Richie. Der kann dann sein gebrochenes Bein oder was der hat, dann mal heilen lassen. Guck mal, wir haben eine Menge Wasser. Brauchen wir so viel Wasser? Ich weiß es nicht. Ich würde dann auch irgendwann gerne eine Weide bauen, aber wir haben aktuell noch keine Tiere. Ich habe übrigens auch gesehen, man kann hier übelst viel Dekoration bauen und so. Blaupausen, weiß ich nicht, was das ist. Und hier Befehle kann man machen. Pflanzen sammeln und sowas. Steine sammeln. Das können wir zum Beispiel hier mal machen, dass die Steine hier einfach wegsammeln. Und dann machen die das. Das war eigentlich cool. Oder alles wegsammeln. Oder Bäume fällen. Hier könnten wir auch mal sagen, die Steine weg.
Oh, das hätten wir gleich am Anfang machen können. Dann hätten wir den Kacksteinbruch gar nicht so lange warten müssen, ich Depp. Och, wenn ihr Ahnung von dem Spiel habt, ne? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Och, nee. Oh, Leute, ich schwöre, ich muss auch erstmal reinkommen in das Spiel. Blutiger Anfängerfehler, würde ich sagen. Oh, Mann. Ja, das vereinfacht das natürlich nochmal um einiges. Dann würde ich sagen, bauen wir noch zwei Häuser jetzt. So, hier bauen wir noch ein Haus hin. Hier, das ist doch schön fett. Das kommt hier hin. Und hier kommt das noch hin. Und dann haben wir hier noch zwei Häuser gebaut. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Häuser brauchen, aber ich denke mal, dass das nicht schlecht ist. Ich merke gerade, wir könnten theoretisch einen Jäger bauen. Aber der schlachtet dann uns die Alpakas weg. Das will ich nicht. Ich will in Einklang mit den Alpakas wohnen. Ich finde das cool mit denen. Ich will die eigentlich jetzt noch nicht da irgendwie angreifen. Weil daraus könnten wir uns dann so Sachen, Kleidung halt herstellen, was insofern gut wäre, weil dann würden die aufhören im Winter mal zu frieren. Aber will ich nicht. Einen Lagerhof könnten wir auch vielleicht mal einen neuen bauen. Weil der sieht schon echt voll aus. Das könnten wir eigentlich mal auf die Seite hier machen. Oder beziehungsweise hier so drüben hin, weil ich nicht weiß, was hier sonst hinkommen sollte. Machen wir hier einfach noch ein Lager hin. Was haben wir jetzt? Haben ihre Lagerkapazität erreicht? Ah ja, genau. Guck mal. Im perfekten Moment ist mir aufgefallen, dass wir das vielleicht mal machen sollten. Wie sieht es eigentlich hier drüben aus mit dem? Brauchen einen Arzt. Ach, sag nicht, dass wir jetzt Schulen bauen müssen, damit wir Ärzte einstellen können. Oh, jetzt wird geerntet, Leute. Guck mal, die Leute ernten. Die erste richtige Ernte. Wie cool. Hier haben wir unsere Holzfällerhütte jetzt. Die sieht auch nice aus. Und die Alpakas. Die ich noch nicht... Ich will die noch nicht loswerden. Ja, unser neuer Lagerplatz wird auch schon wieder ziemlich schnell voll. Ich glaube, wir brauchen ein Lagerhaus. Ein Marktplatz. Kleiner Handelsplatz. Das haben wir ja hier alles, ne? Ne, haben wir gar nicht. Kleiner Handelsspot. Das würde ich vielleicht in der nächsten Folge machen. Vielleicht mal gucken, dass wir anfangen zu handeln. Ein Friedhof brauchen wir hoffentlich noch nicht. Ja, krass, ey. Als ob wir... Wir brauchen eine Schule tatsächlich. Die würde ich in der Nähe von der Klinik bauen. Irgendwie hier so. Ich würde sagen, wir errichten die Schule noch und dann war es das erstmal für die Folge. So. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir das mit den Lager geregelt bekommen. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar über Tipps. Wenn ihr das Spiel kennt und nicht gesehen habt, also und gesehen habt, wie ich es nicht hinbekommen habe, Stein abbauen zu lassen, dann tut es mir wirklich leid. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video dich unterhalten konnte. Vor allem, wenn du bis hierhin geguckt hast, wird es dich, hoffe ich, unterhalten haben. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao, ciao.